Ja. Guten Abend, guten Abend. Es ist einfach toll, dass wir heute schon wieder hier sind und dass wir nächste Woche auch hier sind, dass wir bis im Juli immer Donnerstag, Freitag, Samstag hier sind, ab nächster Woche dann der ganze Beethoven gespielt wird, dass heute Julia zum zweiten Mal da ist, nach einer viel zu langen Pause, dass J1 das erste, nein, zweite Mal, du warst mit Brahms, aber ihr seht sie nachher, sie verkriecht sich da im Eck. Ja, dann sage ich nur, genießt den Abend, ich bin unglaublich glücklich, auch dass wir diesen Livestream machen, dass Barbara und Peter, Jean-Pierre immer hier sind, allabendlich und das stemmen, weil ich würde das einfach nicht machen, weil ich das nicht kann. Aber darum ist das immer das Schöne in Hobbysalon, es kommen die Leute, die was können und machen das wirklich einfach top, top, top. Jetzt sage ich viel Vergnügen. Willst du was sagen? Vielen Dank. Ja, liebes Publikum, ich freue mich außerordentlich, heute hier zu sein. Und das stimmt, das war wirklich eine sehr lange Pause, 3 Monate. Und ich danke Hombi sehr für diese Gelegenheit, weil das Musizieren zu Hause ist zwar auch schön, aber wenn ein Dialog mit dem Publikum entsteht und diese Verbindung und diese Elektrizität in der Luft, das kann man gar nicht unterschätzen. Zum Beginn vom heutigen Programm spiele ich 3 Intermezzi von Johannes Brahms. Diese Werke gehören zu den späteren Stücken von dem Komponisten aus dem Opus 117 und 118. Und die Werke haben eine nachdenkliche und introvertierte und tief melancholische Stimmung und ich würde sagen fast eine impressionistische Klangaura. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Thank you.
Vielen Dank. Dankeschön. Zum Abschluss von dem Programm spielen wir eine Perle von Kammermusik-Repertoire, und zwar eine Sonate von Edvard Grieg. Edvard Grieg war selbst ein wunderbarer Pianist und hat mit vielen virtuosen Geigern zusammengespielt. Und diese Sonate hat er mit einem Russen Geiger Adolf Brodsky in Leipzig aufgeführt. Die Sonate besteht aus 3 Sätzen. Thank you.
Ja, das ist komisch, dass man da nicht Haken machen kann. Ja, bravo, danke euch. Ja, see you next time. I hope so. Very soon. Dich sehe ich sowieso, das weiß ich schon. Ich danke euch. Ich danke euch. So einen schönen Abend. Thanks a lot. Schönen Abend. Thank you.